Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von Anna Ruhe die Duftapotheke, das Turnier der 1000 Talente vorstellen. Das Buch hat von mir 4 Sterne bekommen. Ja, im Titel steht ja schon das Turnier der 1000 Talente, wo es halt schon sagt, worum es eben geht. Lucy bekommt mehr oder weniger eine Einladung von Eloide de Richmond, wo sie gleich rausfindet, dass es eine Falle ist. Aber Falle hin oder her, sie muss es versuchen, weil in diesem Turnier möchten sie halt eben rausfinden, wer der beste Parfümeur ist. Und Lucy muss eben Eloide und den Bessergeborenen das Handwerk legen. Gemeinsam mit Matt, Leon und Dan reist sie nach England, und was eben als großes Spiel beginnt, wird schnell zum bitteren Ernst. Und ja, Sophia steht halt auch auf dem Klappentext, wo ich jetzt auch nicht so viel von der Story noch verraten möchte. Es ist halt wirklich so, dass diese Einladung nicht direkt von Eloide an Lucy gegangen ist, sondern sie sind ein bisschen anderweitig an diese Einladung rangekommen. Und sie sind halt ein bisschen inkognito unterwegs in diesem Turnier, was ja so ein kleiner Duft eben doch ausmacht, ist sehr faszinierend. Und ja, was wirklich erst als großes Spiel angesehen wird, ist für Lucy und ihre Leute natürlich sehr schnell klar, dass sie Eloide und die Bessergeborenen aufhalten muss. Weil ihr eines Talent, was sie über die Bücher entwickelt hat, das ist ziemlich gefährlich und spielt halt Eloide in die Hände. Ja, so viel schon mal dazu. Das Band hat einen Cliffhanger. Also es ist mit einem Epilog versehen. Da will ich euch jetzt aber auch nicht spoilern. Es hat was mit Edgar zu tun, den man im zweiten oder dritten Band kennenlernt. Und ja, ich bin schon gespannt auf Band 5. Und ich glaube, Band 6 soll nächstes Jahr, Ende 2021, rauskommen und auch damit der Abschlussband sein. Ich bin ja wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Also es ist halt jetzt nicht so eine Endlos-Reihe, die ja immer wieder neue Bände kriegt, sondern es ist wirklich so, dass im 5. Teil jetzt auch noch so ein kleiner Showdown kommt und im 6. Teil wird ein größeres Showdown kommen. Und ja, also mit dem mit den 266 Seiten, habe ich mich jetzt nicht verschrieben. Nee, doch, es sind insgesamt 266 Seiten, also das Buch hätte ich sehr schnell durchlesen können, aber ich hatte so ein bisschen eine kleine Leseflaute gehabt. Und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, sonst wäre es schon noch im Juni auf meinen Leserückblick gewandert. Aber es ist jetzt erst im Juli gekommen. Ja. Das war's wieder von mir und ich wünsche euch was. Ciao!